Herzlich willkommen zurück hier beim Flatecast mit der ersten Folge über die E3 mit mir, dem Konsti Und dem Alex. und dem Alex. Was war das denn? Ich bin außer Übung. Okay, wie du meinst. Wir haben im letzten Teil über Microsoft und irgendwie ganz kurz auch diese PC Gaming Konferenz gesprochen. Jetzt kommen wir zur vielleicht besten Pressekonferenz überhaupt. Ja, wie ja eigentlich Ubisoft immer ein Highlight da ist, was ja allein schon die Moderatorin macht. Genau. Einfach super sympathisch und keine Ahnung, die macht halt immer auch schön die ganzen Witze da zusammen mit den ganzen Entwicklern, PR-Leuten und so weiter von den Entwicklerstudios. Genau, und man merkt auch einfach, dass sie als Host da auch richtig als Gamerin eigentlich auch da ist. Das heißt, man bemerkt im Gegensatz zu einigen anderen Präsentatoren, dass sie wirklich da mit Herzblut auch an das Ganze rangeht. Also, win. Jo. Kommen wir mal dann zu den Spielen. Also jetzt auch nicht mehr so chronologisch, wie es zum Beispiel in meinem Microsoft war, wie wir es da gemacht haben, sondern einfach mal drauf los. Natürlich die größte oder die erste große Ankündigung auch direkt am Anfang mit Ghost Recon Wildlands. Ja, das, was ja letztes Jahr schon als das Next Big Thing angekündigt wurde, am Ende der Pressekonferenz, wo ja, ich glaube, noch kein Gameplay gezeigt wurde, oder? Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Es war auf Aber jeden Fall ein Render-Trailer und es sah damals schon echt vielversprechend aus. genau, und jetzt sind halt alle Infos mehr oder weniger offengelegt worden. Also man hat Gameplay endlich gesehen, was wirklich echt interessant aussah. Ja, klar, so ein richtiger Open-World-Shooter in einem mehr oder weniger ernsthaften Setting. Nicht so wie jetzt beispielsweise Borderlands, wo das Ganze ja eher ein bisschen komödienhaft aufgebaut ist, sondern wirklich knallhart in einer Geschichte über Drogenmilieus und ein Kartell, das ein ganzes Land übernommen hat. Sieht wirklich sehr vielversprechend aus. Vor allem halt wieder dann so Ghost Recon mäßig sehr taktisch, dass halt dass man verschiedene Vorgehensweisen wählen kann, dass man dann auch ja echt irgendwie richtig Einfluss nehmen kann dann auf den Verlauf einer Mission, je nachdem Genau. wie man halt vorgeht. Das war echt ganz cool, was sie da gezeigt haben. Und Also das gerade dann eben auch im Team. ja, Dass da genau. eben dann eben nicht nur man selbst als einzelner Spieler da Einfluss drauf hat, sondern dass da, ich glaube, ein Squad von 4 Leuten ist das dann, Genau. was man da oder mit dem man dann spielen kann, so dass dann auch jeder Spieler quasi eine Rolle in diesem Squad übernehmen kann. Da haben wir ja die Sache gesehen, dass wir zum Beispiel einen Sniper hatten, der eben aus der Ferne die ganzen Gegner ausgeschaltet hat, während dann einer reingestichen ist, mit Stealth eben versucht hat, das Ziel zu finden. Und eben auch den Fluchtwagenfahrer, was ja mehr ein Ja. Helikopter war. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass das dann, ich sag mal, in der freien Wildbahn, also mit normalen Gamern, das wird so oder so erstmal Chaos geben. Ja, natürlich, gerade wenn man dann irgendwelche mit irgendwelchen zufälligen Leuten aus der ganzen Welt zusammenkommt, kann sowas echt interessant werden Ja, und auf jeden chaotisch. Fall. Aber auf jeden Fall, ich glaube, zusammenfassend können wir da sagen, echt, scheint ein. Vor Zusammenfassung noch eine Ja. Sache. Ich muss einmal sagen, dass ich das Setting einfach unglaublich gut finde. Okay, ja. Diese ganze Landschaft, es ist ja, spielt ja in Bolivien, Genau, das ja. von einem mexikanischen Drogenkartell übernommen wurde. Alles total abgedreht, wenn man sich das mal überlegt, aber es ist ein interessantes Setting. Mal schauen, was die Autoren da bei Ubisoft draus machen. Und einfach die Landschaft, die Berglandschaften da sehen natürlich auch echt wundervoll aus. Auf jeden Fall. Also man, da muss ich dir zustimmen, man hat wirklich das Gefühl, dass die versucht haben, da echt dann auch das Gefühl zu vermitteln, dass man echt in Bolivien ist. Genau. Also, jetzt kannst du deine Zusammenfassend, genau, Zusammenfassung. zusammenfassend können wir echt sagen, interessantes Spiel. Schauen wir mal, wie es dann wirklich am Ende wird. Ja, sehe ich genauso. Merke ich mir Aber auf jeden Fall vor. Vielleicht sogar zum Release, wenn noch so ein paar Infos rauskommen. Aber mal schauen. wann war das? Ich glaube auch erst Anfang nächsten Jahres, Anfang meine ich, nächsten oder? Jahres, ja. Oder Mitte sogar. Es dauert jedenfalls noch ein Dauert bisschen. ein bisschen, nicht zum Weihnachtsgeschäft. Nein, das ist auf jeden Fall nachher. Aber zum Weihnachtsgeschäft gibt es ein Spiel, was
vielleicht uns beide, also mich auf jeden Fall, dich bestimmt auch, ja, natürlich. Super interessiert. Und zwar South Park, The... Das jetzt The Fractured But Whole, so. Genau. Oder auf Deutsch, oh, der Titel auf Deutsch, der ist ja so... Ich hab nur den Tweet, den du da vor 2 Tagen abgesetzt gesehen. Direkt, rektakuläre Zerreißprobe. Rektal. Ja. Okay. Auf jeden Fall, der englische Titel ist doch um einiges besser. Es ist einfach ein verdammt, natürlich ein sehr infantiles Wortspiel. Aber komm, das ist typisch South Park. Das ist South Park. Das ist es. Das ist wirklich. Ja, typisch South Park halt auch, der Witz, der da drin ist. Einmal kurze Story, irgendwie kurz zusammengefasst. Man ist nicht wie im Vorgänger, The Stick of Truth, ein neues Kind, was irgendwie dann da in die Truppe reinkommt und dann irgendwie so ein Fantasy-Ding spielt, Fantasy-Rollenspiel, sondern man ist jetzt ein Superheld, weil alle umgestiegen sind, keinen Bock mehr hatten auf Fantasy. Genau, und weil ja Superhelden so angesagt sind und deswegen wollen ja die Kids in South Park, die Kids, ja, auch ihr eigenes Film-Franchise aufbauen, das dann ein Multimilliarden-Franchise werden soll. Auch schon durchgeplant in 3 Phasen. Marvel Anyone. Und das ist einfach so eine verdammt gute Parodie, ja, auf das ganze DC-Universum und Marvel Cinematic Universe, was ja momentan sehr groß von den ganzen Filmstudios eigentlich propagiert wird, dass halt diese großen Franchises aufgebaut werden und da kommt ein Held dazu und da ist eine Origin-Story und da kommen die zusammen und da gibt es einen Civil War, wo wir jetzt auf den eigentlichen Plotpoint in der Story. Ja, wie war das? Irgendwie, die haben sich dann aufgeteilt, die waren unglücklich, dass manche keine Solo-Filme bekommen haben und so weiter. Und dann genau. Hat sich die Gruppe einfach geteilt von den ganzen Jungs und sind einfach aus dem Keller abgehauen. Ja, das sind dann 2 Gruppen jetzt, die gegeneinander kämpfen werden am Ende wohl. Hier die beiden South Park-Macher. Trey Parker und wer heißt der andere? Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall, die meinten auch, ja, das ist halt Civil War im South Park-Universum. War echt super. Das war echt super. Gameplay-mäßig scheint es ja eine sehr starke Verbesserung zu Stick of Truth zu sein, dadurch, dass das Ganze jetzt ein bisschen taktischer gehalten wird. Ich finde es echt super. Das ist nicht einfach nur irgendwie so ein kurzes Button-Smashing, was man im Vorgänger gehabt hat, sondern, ja, wie du sagst, taktisch halt, dass man sich auch bisschen Echtzeit-Rollenspiel-mäßig während des Kampfes auch bewegen kann. Ja, wie die Macher auch gesagt haben, das Konzept im Kampf ist wirklich Time and Space, also wirklich Raum und Zeit, ja, dass man die Sachen nutzen kann. Ja, wie war das mit Zeit? Mit den Fürzen? Ja. Oh mein Gott. South Park Humor eben. Ey. Naja. War ja zu erwarten. Auf jeden Fall. Nee, aber finde ich echt super, dass sie nicht einfach dasselbe Gameplay genommen haben und einfach nur eine neue Story drüber gestülpt haben. Wobei das vielleicht auch schon gereicht hätte, aber du weißt das natürlich umso besser. Genau. Deswegen zum Weihnachtsgeschäft vielleicht ein Spiel, das ich mir auch dann gönnen werde. Genau. Ja, mal sehen. Ich habe eigentlich zu viele Spiele eigentlich noch auf meinem Stapel der Schande, den ich ja schon so oft genannt habe. Vielleicht sollten wir mal irgendwie einen Podcast drüber machen, einfach was für Spiele wir noch so eigentlich spielen sollten und wie wir uns einfach drüber ärgern und so weiter. Und warum und wie wir gehört haben, dass das so toll sein soll. Ja, so. Und damit die Leute einfach uns auch einbashen können, genau, dass wir das gespielt haben. So ungefähr. Ja. So, weiter. Nächstes. Womit machen wir denn weiter? Hast du irgendwie einen Wunsch? Ich glaube, erstmal ganz kurz 2 kleinere Spiele, die angekündigt wurden. Erstmal Grow Up, der Nachfolger von Grow Home, wieder mit dem kleinen Roboter. Das Spiel habe ich auch noch nicht gespielt. Scheint aber ein interessantes kleines Spiel zu sein. Das ging aber auch recht schnell. Das Spiel ist, glaube ich, letztes Jahr rausgekommen. Ja, kann gut sein. Und das dieses Jahr dann auch schon, dieses Jahr, nächstes Jahr? Ich glaube auch erst nächstes Jahr. Auch erst nächstes Jahr. Aber gut, schon, das sind 2 Jahre dann Entwicklung und...
Ja, aber für einen Indie-Titel ist das schon ganz schön, also mehr oder weniger Indie. Ist ja auch ein kleineres Entwicklungsstudio gewesen, oder? Bitte? War doch auch ein kleineres Entwicklungsstudio. Ja, aber ich meine, das war hier von Ubisoft selbst auch. Ah, Also okay. Ubisoft eigenes Studio. Aber ja, das ist, was sie halt machen, dass sie eben solche kleineren Titel entwickeln. Genauso, ich würde mal sagen, hier die beiden Raymonds, hier Rayman Origins und Rayman Legends. Legends hieß es, okay. Dann hier Child of Light oder Valiant Hearts. Das waren ja eigentlich alles Ubisoft-Spiele, aber man hat halt nicht das Gefühl, dass das irgendwie so halt. Das sind keine AAA-Spiele, sag ich mal. Genau, So, Punkt. genau. Aber die haben halt auch noch so einen Charme, dass das irgendwie von einem Indie-Entwickler kommen könnte. Ja, und das zweite kleinere Spiel ist dann echt geil. Das ist auch schon direkt erschienen, mehr oder weniger direkt nach der Pressekonferenz. Trials of the Blood Dragon. Ja, mit einem der besten Trailer dieser E3, meiner Meinung nach. Was ist es? Es ist ein neues Trials-Spiel. Genau, es ist ein Trial, also es ist wirklich die Mischung aus Trials und Far Cry 3 Blood Dragon. Also wirklich dieser, der Grafikstil, insgesamt einfach die Story von, oder halt das Szenario von Blood Dragon im Trials-Universum. Genau. Besser gesagt, andersrum. Es ist Trials im Blood Blood Dragon-Universum. Dragon-Universum. Wie auch immer, auf jeden Fall echt so eine Mischung, und dass man dann wirklich hier Trials, also Motocross fahren auf den, ja, auf diesen Kursen, und dann halt Setting Blood Dragon-mäßig, was man halt von, ja, von Far Cry 3 Blood Dragon kennt. Ja, einfach alles auf Alter. Top 80er. Und ich glaube jetzt inzwischen auch so ein bisschen 90er drin, aber ich bin mir auch nicht sicher. Aber der Grafikstil, der hat ja doch echt was. Also das ist wirklich, also entweder steht man einfach drauf oder man bekommt einfach nur Augenkrebs. Genau. Und das Wichtigste ist bei dem Spiel, es ist schon draußen. Ja, Es ist genau. direkt nach der Pressekonferenz erschienen. Genau. Wer wirklich Bock hat, ich glaube 15 € kostet das. Wenn man Bock hat, Trials-Fan ist zum Beispiel und irgendwie, oder einfach mal irgendwie was anderes machen will, als anderes spielen will, glaube ich, kann man echt zugreifen. Würde ich auch sagen. Grundsätzliches Gameplay, geiles Setting. Ja, so sieht's aus. Ja, und dann glaube ich, können wir auch noch, können wir jetzt erstmal weitergehen zu einem weiteren Spiel, was letztes Jahr schon angekündigt wurde. Und wo auch schon letztes Jahr Gameplay gezeigt wurde. Ja, aber da habe ich das Gefühl, dass es sich doch einigermaßen geändert hat jetzt in diesem einen Jahr. Und zwar geht es um For Honor. Ja, vor allem haben jetzt noch mal kurze Änderungen zum letzten Jahr. Es gibt halt wirklich was von der Story jetzt zu sehen. Ja. Ich hatte das Gefühl, jetzt nach dieser Pressekonferenz dieses Jahr, dass letztes Jahr einfach nur erstmal Gameplay halt gezeigt wurde, was sich halt die Entwickler von For Honor gedacht haben, wie dann die Schwertkämpfe aussehen sollen. Und dieses Jahr haben die dann halt, oder jetzt in diesem letzten Jahr, haben die dann halt überlegt, was für eine Story wollen wir haben, welche Klassen wollen wir genau haben. Also jetzt sind ja neben den europäischen Rittern Samurai und Wikinger dazugekommen. War nicht sogar letztes Jahr schon angekündigt? Bin ich nicht mehr Weiß ich sicher. nicht, weiß ich nicht. Ich habe das Spiel nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich habe gedacht, ja, Ich das glaube dauert so nämlich ein bisschen. schon, dass sie schon angekündigt war, nur war eben jetzt, ist jetzt eben die Sache, wie passt das alles in der Story zusammen? Aber letztes Jahr schon, das Gameplay war auf jeden Fall ganz geil. Das Muss stimmt. du auch so sagen. Naja, gerade so, es hat mich letztes Jahr sehr stark an Chivalry erinnert, wenn ihr das was sagt. Der Name ja, sagt mir Ist eben was. auch so ein Multiplayer First Person Arena Battle Spiel. Also quasi ein Shooter ohne Schusswaffen. Ah, okay. Sondern eben in so einem mittelalterlichen Setting mit Schwertern, Bögen, Armen, Brüsten und Helm, Barden und was es da noch so alles gibt. Okay. Da hat mich das dran erinnert, aber jetzt scheint es doch ein bisschen was anderes zu sein. Ja, das wird ja wirklich, also so wie es aussieht, erstmal, obwohl, nee, ich wollte jetzt sagen One-on-One, aber das ist ja nur von dieser einen Mission gewesen, wo man Genau. als Wikinger den Samurai töten sollte. Genau. Aber ansonsten, letztes Jahr haben wir ja schon gesehen, es wird anscheinend auch große Schlachten geben, wo einfach dann mehrere, also so ganze Truppen von Rittern aufeinander eindreschen, mehr oder weniger. Genau.
Bin auch gespannt, was dann daraus wirklich wird, wie dann die Testberichte am Ende aussehen werden, wenn das Spiel erscheint. Ja, ich sehe da die Gefahr, dass es teilweise echt stumpf werden könnte. Auch einfach nur irgendwie so ein bisschen Button-Mashing Ja, nicht unbedingt deswegen, aber auch immer nur das Gleiche, immer wieder, ja, ich bin jetzt hier ist wieder eine Invasion, da kämpfe ich gegen einen, dann kämpfe ich weiter vor einer Eroberung, kämpfe da wieder erstmal gegen so ein paar Minions, um dann gegen den Chef dieser Truppe zu kämpfen, wie es halt jetzt in der Mission, die gezeigt wurde, war, dass Ja. man erstmal sich zu diesem großen Samurai hingekämpft hat und da erstmal gegen irgendwelche Minions kämpfen musste. Hat mich, muss ich jetzt ehrlich sagen, so ein bisschen an MOBA erinnert. Mit den ganzen Minions, die dann da langgelaufen sind, die dann da auch gekämpft haben. Und zwei quasi Champions, die dann aufeinander trafen. Kann gut sein. Ja, vielleicht kann man da echt dann einen Vergleich zu ziehen. Halt, ja, ist halt nur diese eine Mission gewesen, die wir gesehen haben Genau, dieses Jahr. deswegen kann man da vielleicht noch nicht so viel dazu sagen. Nee, stimmt wohl. Vielleicht kommt ja noch ein bisschen mehr halt an Inhalt rein, dass man nicht irgendwelche, also immer wieder, wie du sie nennst, Champions, schlagen muss, Genau. sondern dass man auch irgendwelche, ich sage mal, so Infiltrationsmissionen hat, wo man irgendwie schon relativ leise sein sollte, also relativ, ja, ich wollte jetzt irgendwie Stealth-mäßig unterwegs. stealthmäßig, ja, genau, dass man sich halt einschleicht in eine Burg oder Ja. sowas. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Ja, so ist es. Es gibt ja auch noch hier dieses andere Spiel von einem, ich weiß nicht, polnischen oder tschechischen Entwickler, wo das Mittelalter auch, ich sag mal, das soll quasi eigentlich simuliert werden eher. In die Richtung geht For Honor ja gar nicht. Das wird schon sehr fiktional und klar, Animationen werden höchstwahrscheinlich irgendwie schön mit Motion Capturing aufgenommen worden sein und so Ja, weiter. klar, aber allein das Setting, dass dann da Wikinger und mittelalterliche europäische Ritter mit Samurais zusammentreffen, ist natürlich komplett fiktional. Gucken wir mal. Und das Ganze ist ja auch so ein bisschen im Fantasy-Setting angesiedelt, wie ich das verstanden habe, weil er ja auch das große Böse irgendwie eine unsterbliche Macht oder sowas war, die dann die Welt zerstört hat. Und dann auch mit Magie umgeht und Genau, und mh. auch das ganze Mittelalter oder diese Zeit, in der das Spiel auch schon, diese Ära seit einem Millennium eigentlich schon da ist und sich eigentlich alle nur bekriegt haben. Also es ist schon ziemlich fantasymäßig. Auch wenn versucht wird, dieses etwas Realistische noch beizubehalten. Genau. Wann erscheint es auch nächstes Jahr erst? Nächstes Jahr am Valentinstag. Stimmt. Damit man schön zusammenmetzeln kann. Stimmt. Da meinte ja hier die Moderatorin. Ja, ist doch ein schönes Valentinstagsgeschenk. Kann man ja Genau. zusammen dann metzeln, wie du sagst. Genau. Ja. Ja. Nächstes Spiel. Ich würde jetzt eine Sache zur Sprache bringen. Und zwar, das hatten wir ja schon angesprochen, dass VR dieses Jahr relativ groß war im Vergleich zu den letzten Jahren. Also wir haben jetzt auch konkrete Spiele gesehen, die über Minispiele hinausgehen, irgendwelche Konzepte. Genau. Wobei das Spiel, was ich jetzt, worüber wir jetzt sprechen, glaube ich, auch momentan noch so ein bisschen dieses gimmicky konzeptmäßiger hat Ja, als also so Spiel. kommt es mir auf jeden Fall vor. Da fehlt. Obwohl das Konzept halt schon ziemlich geil ist. Und zwar geht es um Star Trek. Wie heißt es nochmal? Bridge Bridge Crew. Crew, genau. Worum geht es? Wie der Name eigentlich schon verrät, es geht darum, dass man mit ein paar Freunden zusammen die Crew auf der Brücke eines Raumschiffs Sternflotte der Sternenflotte lebt. spielt. Genau. Also Star Trek-Universum. Als Nerd ist sowas natürlich immer ziemlich geil. Die Vorstellung, muss ich auch sagen, war echt gut. Dadurch, dass die einfach drei Schauspieler, die in diversen Star Trek-Serien mitgespielt haben, da reingebracht haben. Wo bei mir auch so ein bisschen, oh, die kenne ich doch. Ja.
Wobei ich da auch sagen muss, ja, die haben halt irgendwie da bestimmt noch das ein oder andere Scheinchen fliegen lassen Ja, bei natürlich. Ubisoft, weil das war doch schon ein bisschen zu sehr Hype von denen einfach. Ja, wer weiß, wenn die da wirklich an diesem Set waren und das so gesehen haben und dann dieses halt, was man als Schauspieler macht, sich Ja. da reinspielen und das jetzt so zu sehen, da kann ich mir vorstellen, dass das schon einen gewissen Hype ausmacht. Und ich meine, es ist halt schon ziemlich geil, was die da gezeigt haben. Ich muss mal sagen, das hat mich so ein bisschen an ein Handyspiel erinnert. Wie heißt es noch gleich? Space Team. Space Team, genau. Man eben Ja. auch sich koordinieren muss, wer jetzt welche Knöpfe drückt, wer welchen Schalter ziehen muss. Und ich glaube, es hat so ein bisschen was darin. Nur natürlich das Ganze in Virtual Reality. Man sieht die ganze Brücke um sich rum. Man sieht die ganzen Leute da. Man sieht, was außerhalb abgeht. Durch den Monitor eben. Ich glaube aber, dass man dann doch ein bisschen mehr Zeit hat da bei Star Trek Bridge Crew als bei Space Team. Ja, natürlich. Dass es nicht so hektisch Natürlich. sein wird. Aber ja, ich bin gespannt, ob da noch ein bisschen mehr ist. Ob man da die ganze Zeit nur auf der Brücke sitzt, weil das dann auch eintönig wird, wenn man dafür dann irgendwie auch die 60, 70 Euro verleiht. Dann ist das doch etwas zu viel. Ja, das Wenn man stimmt wohl. wirklich nur da auf der Brücke ist, dann, also dann ist das wirklich so 20-Euro-Titel, dass man irgendwie so ein schönes Gimmick hat, irgendwie ein paar schöne Stunden mit seinen Freunden verbringt. Wobei dadurch auch natürlich die Frage ist, wie groß ist die Welt, die man da erkunden kann, wenn man dann wirklich ein weites Universum hat, was man dann mit dem Raumschiff erkunden kann und dann man da eben auf der Brücke sitzt und das alles so sieht, ist es ja auch im Prinzip nichts anderes als ein Exploration Game. Ja. Und deswegen. Also ich finde, dass da mir da noch ein bisschen Substanz halt fehlt, dass da noch nicht alles angekündigt wurde. Ja, das ist ziemlich Das wahrscheinlich, dass da noch ein paar Sachen dazukommen. es muss auch sein, sonst hat das Spiel wirklich auch nicht mehr als die bisherigen Sachen, die für VR rausgekommen sind. Einfach nur schöne Konzepte, Gimmicks, Minispiele, aber es fehlt halt noch irgendwie das große Ding, dass zum Beispiel wie bei Bethesda halt Fallout 4 nochmal in VR gemacht wird. Genau. Apropos großes Ding. Ja. Was ist denn das nächste große Spiel, das angekündigt wurde? Beziehungsweise nicht angekündigt, sondern Angekündigt ja nicht gezeigt. gezeigt. Es wurden halt noch ein paar Szenen gezeigt. Das Spiel ist ja irgendwie eine Woche vorher schon angekündigt worden per Twitch-Stream. Und Genau. zwar Watch Dogs 2. Nachdem ja, doch etwas enttäuschenden ersten Teil warte ich Etwas sowieso. enttäuschend. Naja, Ja, es war halt etwas viel wirklich. enttäuschend. Es war total überhyped. Ja, abgesehen von dem Grafik-Downgrade ist halt einfach ja, die Grundgeschichte bisschen diffus, bisschen konfus eigentlich, dass ein Hacker irgendwie erst aufgrund von dem Tod eines nahen Verwandten irgendwie gegen so eine große Organisation kämpft, die so großer Brudermäßig halt alles überwacht. Genau. Da ist doch jetzt der Ansatz diesmal echt um Längen besser, auf Ja, jeden es ist Fall. einfach genau das, was ich von einem Spiel über Hacker erwarte. Es geht einfach wirklich um komplett Anarchie. Es Ja. geht darum, dass komplett Chaos veranstaltet wird. Genau das, was man in Watch Dogs 1, was ja auch groß gezeigt wurde immer, dass man einfach mal ganze Stadtteile außer Kraft setzen kann, da die den Strom abschalten kann, Ampeln irgendwie total wir schalten kann, dass es zu Verkehrsunfällen kommt. Einfach wirklich Chaos veranstalten. Was aber natürlich im Rahmen der Story nicht wirklich Sinn gemacht hat. Weil, wieso sollte das jemand machen, der nur seine Nichte Rechnen möchte, sie ja. möchte? Ja. Und genau deshalb finde ich es auch ganz gut, dass sie jetzt echt mit dem Hauptcharakter in die Richtung gegangen sind, dass man einfach irgendwie so einen jungen, ich sag mal, Hipster nimmt. Weil was anderes, also das Spiel spielt in San Francisco, Bay Ja. Area. Silicon Valley ist nicht weit entfernt. Die ganzen Technikfirmen, irgendwelche Startups, die sind da in der Nähe von San Francisco. Von daher finde ich alleine das Setting echt super gewählt, diesmal von Ubisoft.
Wobei ich da Watch Dogs 1 auch noch meinen Schutz nehmen muss. Ich finde Chicago einfach auch ein extrem interessantes Setting. Gerade für einen Hacker, mit der ganzen Kriminalität, die eigentlich da auch ein Problem ist. Hätte man mehr draus machen können, einfach. Deswegen fand ich das auch etwas enttäuschend. Aber trotzdem, San Francisco hat halt nochmal so diesen Charme, dass man hat, da sind halt die ganzen technikverliebten Leute. Ja, und California Bitches. So sieht's aus. Ja, und wie du auch sagtest, ist halt einfach auch, man sieht sehr viel von der Hipster-Kultur drin. Gerade bei den Charakteren, wenn man sich das Charakterdesign mal anschaut. Es ist genauso, es wiegt so ein bisschen wie der feuchte Fiebertraum eines Hipsters. Vom Aussehen der Leute, ja, und dann kommt noch hier das Hacking dazu. Ja, genau. Der feuchte Fiebertraum jedes Nerds. Jedes Computer-Nerd zumindest. Ja, und eine Sache muss ich auch sagen, diese Sonnenbrille. Ah, ich find die geil hier. Ein Nebencharakter hat nämlich so eine komische, keine Ahnung, so eine Mischung. Es ist einerseits die Sonnenbrille, aber der hat dann irgendwie so eine Skimaske. Eigentlich habe ich das Gefühl, das ist mehr eine Skimaske eigentlich. Ja, es kann Weil er gut auch so sein. einen Mundschutz davor hat, dass man im Grunde gar nichts vom Gesicht sieht. Natürlich dann auch mit Hoodie, also Kapuze auf. Ja, und dann der Hauptcharakter, wo wir wieder bei Diversität sind, auch afroamerikanischer Abstammung anscheinend. Auch, ja, ich sag mal, eine Minderheit, die man jetzt spielt, was echt super ist, dass halt so viele Sachen, also die Hauptcharaktere so divers werden, also so unterschiedlich mittlerweile. Was auch endlich Zeit wurde nach den ganzen Shitstorms und Kontroversen, so ja. weiter. Was ich noch sagen muss, ich fand eine Sache total komisch in der Gameplay-Szene, die gezeigt wurde. Und zwar, der Hauptcharakter trägt ja ganz offensichtlich eine Cap mit dem Namen der Hackerorganisation drauf. Und er tut auch nicht wirklich viel, um sich während seinem ganz normalen Ablauf, seiner ganz normalen, nicht unbedingt Mission, sondern halt, wenn er unterwegs ist Im und Alltag Sachen meinst hackt im Alltag, genau, das Wort hat mir gefehlt, du? sich irgendwie ein bisschen zu verstecken, sondern er geht ja ganz offen um, man kann ihn sehen, es ist auch ziemlich offensichtlich, dass er da irgendwas macht. Das fand ich so ein bisschen off, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber wir wissen ja nicht, wie die Leute in San Francisco ticken. Wir waren beide Ja, ja noch nicht da. Vielleicht okay. achten die einfach nicht drauf, sondern sind einfach mehr oder weniger halt in sich selbst gekehrt. Also achten nur auf sich selbst und mehr nicht. Keine Ahnung. Dass er dann entsprechend so rumlaufen kann. Ja. Was ich ganz geil finde, ist, dass sie jetzt die Parkour-Fähigkeiten massiv ausgebaut haben. Dass die Animationen jetzt besser sind, dass der Hauptcharakter mehr Möglichkeiten hat, irgendwie ja, Gebäude zu besteigen und so weiter. Ja, dieses Jahr muss sich ja keiner um Assassin's Creed kümmern. Das stimmt. Das stimmt wohl. Abgesehen von einem Film, der ja auch ein bisschen gezeigt wurde auf der Pressekonferenz, aber da gehen wir nicht drauf Nee, ein. wir bleiben bei Spielen. Ja. Insgesamt finde ich einfach, also ich bin echt gespannt, ich bin nicht gehypt, das hat mir der erste Teil von Watch Dogs doch zu viele Wunden hinterlassen. Ja, geht mir ähnlich. Ich bin wirklich gespannt auch, wie du sagtest, vor allem darauf, wie das Spiel sich eben entwickelt. Es sieht nach einem guten Nachfolger für Watch Dogs aus. Ja, Es ist das. das, was ich gehofft habe, was Watch Dogs hätte sein können. Ja, die meinten ja auch in dem Stream, wo sie das Spiel endgültig angekündigt haben, dass sie auf das Feedback von den Spielern gehört haben. Das ist einfach nur Das Marketinggebrabbel. natürlich. Aber gucken wir mal, vielleicht haben sie doch ein, zwei Ideen aus der Community genommen oder auch irgendwelche Verbesserungsvorschläge von der Community halt eingebaut, implementiert ins Spiel. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Aber ich warte da echt ab, ich bin echt gespannt. Das Spiel erscheint ja noch im November diesen Jahres. Genau. Eben als Ausgleich für das fehlende Assassin's Creed dieses Jahr. Auch wenn es da eben den Film gibt für. Aber es gibt halt kein Spiel, das ist jetzt Watch Dogs 2 eben. Genau. Ich schätze auch mal insgesamt, das Gameplay wird doch nicht so groß anders sein wie zum ersten Teil, dass man halt dann wieder irgendwelche Türme hacken muss, um Ah, Gebiete. vielleicht nicht. Ich hoffe nicht, dass wieder so ein Turmhacking
reinkommt. Denn das ist ja so dieses typische Ubisoft-mäßige. Ja. Dass man nicht die ganze Map von Anfang an erkunden kann, sondern immer diese Aussichtspunkte oder Türme oder was auch immer hacken, besteigen und was auch immer machen muss. Ja, genau. Um die Karte aufzudecken. Das ist... Nein. Und ansonsten halt hoffentlich auch ein bisschen weniger mit Waffen. Genau, Schusswaffen. Das wollte ich auch noch ansprechen. Aber das sah auch schon so aus, weil der Typ, der Hauptcharakter, der hat ja irgendwie so ein komisches... was ist das? Ich wollte sagen, morgensternmäßig. Ja, aber halt ohne... Ich weiß nicht wirklich, wie es heißt. Aber das Ding, das... das hat irgendwie einen Namen, weil das Konzept, das kennt man halt irgendwie. Ja. Naja. Dann sind wir, glaube ich, schon beim letzten Spiel von Ubisoft, oder? Ich muss nochmal gucken mit meiner Liste. Deine Liste, oh. Oh, meine Liste, ja, ja. ja, ich glaube schon, das letzte Spiel, das One Last Big Thing. Genau, was bei Ubisoft Annecy entwickelt wird. Ja. Und was auch ziemlich stark von der ganzen Umgebung dein Annecy beeinflusst ist. Genau. Und zwar Steep. Genau, ein Action-Sportspiel. Im Grunde Paragliden, Snowboarden, Skifahren, Wingsuit fliegen und so weiter. In den Alpen. In den Alpen. Direkt neben dem Entwicklerstudio quasi. Genau, so haben sie es zumindest bezeichnet. Mhm. Oder, Moment, und wie hast du es bezeichnet dann? Ach, ich weiß nicht mehr, was du drauf hinaus möchtest. Mit den ganzen Firmenlogos. Ach so, Product Placement for Game. Ja, echt, Red Bull, GoPro, was war noch? Also auf jeden Fall die beiden Firmen, die halt auch im echten Leben halt solche Events sponsern. Ja, sind halt auch sehr groß vertreten und man genau. Hat einfach nicht versucht, diese Sache zu verstecken, auch nicht im Trailer. Ja, wieso auch? Es ist ja auch irgendwo den Realismus, wenn solche Firmen sowas unterstützen. Genau. Dass dann sowas auch gezeigt wird. Genau. Was kann man denn machen? Ja, also die vier Sachen unter anderem, die ich genannt habe. Es ist ja dann auch nicht auf festen Gebieten in festen, also wurde irgendwie abgesperrte Bereiche oder so. Man ist wirklich in der Wildnis und macht dann da sein Ding. Ja, man hat eben die Open World, man kann sich teleportieren, um, damit man natürlich nicht immer irgendwelche Berge hochkraxeln muss. Ja. Aber man hat sonst echt extrem viel Freiheit und kann auch, hat auch die Freiheit, sich aufs Maul zu legen. Da. Da haben wir ja im Trailer und dann später in dem Gameplay, was gezeigt wurde, noch einige tolle Sachen gesehen. Mhm. Eieiei. Also im echten Leben hätte das Tote gegeben ohne Ende. Mhm. Deswegen fand ich das auch ziemlich aus. Vor allem einfach die ganze Soundkulisse, was die gezeigt haben. Es wirkt natürlich, hat sehr dieses Abgeschottene, was natürlich in Alpen ist. Aber wenn es dann wirklich in die Action reingeht und man da mit ein paar Leute da unterwegs sind, hört man halt auch Geschreie. Und Ausrufe der Freude und Ekstase und was auch immer. Ich glaube, es fängt diesen ganzen Reiz von Extremsport schon recht gut ein. Wobei ich sagen muss, Soundeffekte von irgendwelchen Schmerzschreien brauche ich eigentlich echt nicht. Das ruft mal wieder so ein bisschen Gänsehaut hervor. Ich weiß nicht, ich bin da sehr empfindlich, was sowas angeht. Aber so insgesamt finde ich, hat das Spiel dann, ja, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, SSX zum Beispiel hatten wir schon. Ja, aber es ist ja nochmal was anderes, es ist ja jetzt Open World. Ja. Im Vergleich zu einem SSX, es hat natürlich noch wesentlich mehr, du hast ja nicht nur Snowboard, du hast ja noch Skier und du hast Paragliding, du hast Wingsuits da, du hast die Möglichkeit, deine eigenen Challenges für deine Freunde zu entwickeln. Du kannst natürlich Replays ganz frei machen. Du kannst da irgendwelche Videos mitmachen. Es gibt ja einen eingebauten Video-Editor. Ja. Du hast Rumgeschreie. Aber du hörst schon raus. Also ich bin halt nicht ganz so begeistert von dem Spiel insgesamt. Klar, ist die Grafik, die ist einfach phänomenal. Aber es ist halt Pressekonferenz-Grafik. Wer weiß, wo es am Ende wird. Genau.
Und die haben sich auf jeden Fall echt Mühe gegeben, dass die Atmosphäre einfach eingefangen wird. Aber mir fehlt halt noch irgendetwas, was da das Spiel, ich sag mal, besonders macht oder irgendwie einzigartig noch. Ja, es wirkt halt momentan ziemlich stark wie einfach ein ganz großer Abenteuerspielplatz. Ja, Sandbox halt. Deswegen mal schauen, was sie noch draus machen. Das dauert ja auch noch etwas, bis das kommt, Ja, oder? ich glaube auch erst nächstes Jahr. Aber ich kenne leider nicht den genauen Erscheinungszeitpunkt, was Sie Wenn gesagt haben. er denn überhaupt schon raus ist. Genau. Aber wirklich, wenn es das Last Big Thing ist, dann dauert das noch mindestens ein Jahr. Dann wird nächstes Jahr erstmal noch nochmal Gameplay gezeigt, wie es dann am Ende sein wird, was dann wirklich das Ziel ist am Ende. Ja, So. dann würde ich sagen. Wir sind durch mit Ubisoft. Wir machen eine kurze Pause und sind dann wieder zurück mit den beiden großen japanischen Konsolenherstellern. Ganz genau. Bis gleich. Bis gleich.